Willkommen zu einer weiteren Folge von Fox Scout Survival. Heute dreht es sich um essbare Blätter und Triebe von Bäumen. Das ganze Wissen ist leider etwas in Vergessenheit geraten, etwa seit dem Zweiten Weltkrieg. Davor wussten unsere ganzen Vorfahren und die ganzen Leute, die in Deutschland gelebt haben, noch ganz gut, was man essen kann und was nicht. Die Germanen früher wussten noch viel, viel mehr darüber. Sie haben unter anderem weite Seereisen überhaupt erst machen können, weil sie zum Beispiel sich Kiefernadeln oder Fichtennadeln mitgenommen haben auf ihre Seereisen, daraus Tee gekocht haben und sich so mit Vitamin C versorgen konnten. So haben sie nämlich nie Skorbut bekommen, im Gegensatz zu den ganzen Damen und Herren ab dem 15. Jahrhundert, die das dann alles nicht mehr wussten, beziehungsweise nicht bedacht hatten, gar nicht wussten, was Skorbut überhaupt ist. Naja, das ist ein anderes Thema. Ich werde euch mal vorstellen, was man essen kann, und ich werde euch eine Ausnahme präsentieren, die hochgiftig ist. Das werde ich gut genug markieren, also bleibt dran. Relax and take notes. So, den ersten Baum, den wir hier finden, ist zum Beispiel die Buche. Die Blätter der Buche sind essbar. Dabei müsste man unterscheiden zwischen gewöhnlichen Buchen und anderen Buchen. Und zwar die Rotbuche hat besonders schmackhafte Blätter, die sehr, sehr wenig Bitter oder Gerbstoffe enthalten. Bei den anderen Buchenarten können auch schon die jungen Triebe ziemlich, bitter schmecken. Wir probieren jetzt mal die hier und dann gucken wir mal. Ich kann euch auch nicht genau sagen, wie man Rotbuche von anderen Buchen unterscheidet. Ich probiere immer und merke es dann erst am Geschmack, aber so wichtig ist das für unsere Zwecke jetzt auch nicht. So, hier habe ich jetzt einmal zwei junge Blätter oder zwei junge Blatttrieben einer Buche abgemacht und die werde ich jetzt mal probieren. Da die schon recht bitter sind mittlerweile und die noch sehr jung sind, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, das war keine Rotbuche, aber es geht noch. Die alten Blätter sind ungenießbar, die sind so bitter, die kriegt ihr gar nicht gekaut oder runtergeschluckt. Bei denen ist es auch schon nicht mehr so schön. Wer sich dafür interessiert, beschäftigt euch mit Rotbuche, versucht die zu erkennen. Ich muss mich damit auch nochmal genauer beschäftigen. Die habe ich auch schon probiert, die sind auf jeden Fall viel, viel besser, aber essbar. Hier haben wir eine andere Buche, die Blätter sind sogar schon was größer. Aber ich habe gerade mal im Vorbeigehen probiert und die sind gar nicht bitter. Also entweder ist es eine Rotbuche oder eine andere Buchenart, die auf jeden Fall nicht so viele Bitter- oder Gerbstoffe einlagert. Die Blätter sind schon was zäher, weil die schon was größer sind als jetzt die letzten. Die waren von der Konsistenz her besser, aber die hier sind vom Geschmack weitaus besser, weil sie gar nicht bitter sind. Bei Buche, also so ein bisschen rumprobieren. Wichtig ist einfach, dass ihr sie als Buche erkennt. Danach könnt ihr euch noch damit beschäftigen, was die Unterarten der Buche sind. Generell heißt es aber Buche, die Blätter sind essbar. Das hier ist eine Eibe. Die Eibe ist tödlich giftig, wurde früher auch benutzt, um Giftpfeile herzustellen oder um Könige zu ermorden. Dementsprechend also wirklich aufpassen, ihr müsst diesen Baum erkennen können, bevor ihr andere Nadelbäume sammelt. So, ihr seht, die Blätter sind glänzend von der Eibe. Sie sind sehr weich. Der ganze Stiel, sag ich mal, wo die Nadeln dran wachsen, ist meistens grün. Sie ist unten drunter nicht weiß. Das ist nämlich die Tanne. So könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Tanne sicher bestimmen. Wenn ihr unten drunter unter den Nadeln weiße Spuren habt, ist es eine Tanne. Das hier ist schon wieder eine andere Eibenart, zumindest ein bisschen buschiger geschnitten, denn die Eibe wächst als Busch heran und wird dann zu einem Baum, oder sie ist als Zierholz irgendwo im Garten, wird die ganze Zeit geschnitten, dann wird sie auch buschig bleiben. Hier ist jetzt noch eine weitere Eibenart. Ich werde euch nachher nochmal ein Video drunter verlinken, wie gesagt, dass ihr die zweifelsfrei bestimmen könnt. Es ist sehr wichtig, Vorsicht bei Nadelhölzern. Hier haben wir jetzt eine Fichte. Und man kann sehr deutlich erkennen, was der Unterschied zwischen den jungen und den alten Triebspitzen ist. Wir gehen mal was näher ran. Also der Farbunterschied ist sehr deutlich zu erkennen. Man sieht auch, dass sie im Gegensatz zur Eibe sehr büschelartig wachsen. So. Und die sind ganz zart, ganz weich und säuerlich. Schmackhaft einfach. Sie sind super lecker. Ist so mein Lieblings... ich sag mal Blattwerk oder Triebspitzen von Bäumen überhaupt, Fichten. Kiefern gehen auch, sind aber ein bisschen intensiver und so ein bisschen harziger im Geschmack.
Aber Fichte ist auf jeden Fall so mit das Beste. Also wenn ihr eine Fichte bestimmen könnt, ne, die Fichte sticht, also die Nadeln der Fichte stechen, wenn ihr entgegenkommt, die Tanne nicht. Das so als Merkspruch. Und dann könnt ihr auch Fichte von Tanne unterscheiden. Des Weiteren sind die Nadeln der Tanne von unten weiß. Ich muss euch mal kurz welche zeigen. Der untere Teil von der Fichte hier hat nämlich nicht mehr so viele Nadeln. Aber ihr seht, die sind von unten nicht weiß. Dann wäre es nämlich eine Tanne. Die zeige ich euch später auch noch. Aber die könnt ihr auf jeden Fall hier auch verzehren. Jetzt kommen wir natürlich nochmal zu unserer kleinen Geschmacksprobe. Fichtennadeln. Genial. Also einfach säuerlich, zitronenartig, super lecker. Kann ich nur empfehlen, ist das Allerbeste. Hier haben wir jetzt eine Tanne. Das ist die Unterseite der Tanne. Ihr seht deutlich die zwei weißen Streifen. Das ist die Oberseite. Die sieht schon der Eibe etwas ähnlicher. Also die Fichte ist deutlich anders von den Nadeln. Aber die Eibe hat unten auf keinen Fall so weiße Streifen. Dann habt ihr eine Tanne erwischt. Hier sind jetzt die jungen Triebe der Tanne. Die wachsen auch ganz anders. Nicht aus einem kleinen Büschel heraus, wie bei der Eibe, sondern auch so gefiedert und hier sogar mehrere. Also da könnt ihr auf jeden Fall gut unterscheiden. Ich werde noch mal ein anderes Video drunter verlinken von einem anderen YouTuber, von Benjamin Klausner, um euch nochmal den Unterschied zwischen Eibe und Eibe, Tanne, Fichte nochmal nahezulegen. Der hat ein richtig gutes Video gemacht, das verlinke ich unten drunter und dann seid ihr auf dem sicheren Weg. Hier nochmal der direkte Vergleich. So wächst die Fichtennadel. Und so wächst die Tannennadel. Ganz deutlicher Unterschied. Breit gefächert. Die Fichte aus einem Pfropfen raus, sage ich mal, so aus einer Stelle hier heraus. Ich suche einen schönen aus. Der hier, da. Ganz anders. Und so ähnlich, habe ich euch ja schon gezeigt, wächst die Eibe. Aber die Nadeln könnt ihr deutlich unterscheiden. Aber ich schulde euch natürlich noch was. Geschmackstest. Ja, boah, deutlich aromatischer, also richtig intensiv, viel kräftiger noch als die Fichte. Aber auch süßlich, ach nee, nicht so süßlich, Entschuldigung, säuerlich. Aber so ein hartiges Aroma im Nachhinein. Kann man aber noch essen, also natürlich die Jungen hier, ne? Nicht die Alten. Auch eine gute Sache, aber Fichte gefällt mir da deutlich besser. So, ich musste ganz schön suchen, bevor ich jetzt endlich eine passende Birke gefunden habe. Was war das Problem? Viele von denen sind so hochgewachsen und hatten im unteren Bereich keinerlei Blätter. Von daher konnte ich euch natürlich nicht zeigen, wie die aussehen, wie die schmecken. Dementsprechend habe ich jetzt was gefunden. Hier ist eine Birke und ihr seht auch schon hier ein paar Triebe. So, die Birke ist ja ziemlich einfach zu erkennen, ne? Das ist der einzige Baum im Wald, der weißlich oder eine weißliche Rinde hat. Am Anfang ist der wirklich weiß, dann verblasst sie immer mehr zu einem Grau. Die im Hintergrund schon etwas gräulicher von der Farbe her. Aber Birke ist so ziemlich das einfachste Holz, was zu bestimmen ist. Jetzt kommt der Geschmackstest. Besonders im Ersten Weltkrieg wurden Birkenblätter noch gegessen, im sogenannten Steckrübenwinter. Also einer Hungersnot, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage auftrat, hat man Birkenblätter aufs Brot gelegt. Für die Kinder, weil sie ein bisschen Geschmack hatten, sage ich mal, und Nährstoffe lieferten und man sowieso nichts zu essen hatte. So wichtig war sie damals schon. Es hat bestimmt einigen Menschen geholfen, überhaupt zu überleben. Auch wenn sie kaum Nährstoffe gekriegt haben, gab es so wenigstens ein bisschen was. Fast. Also süßlich würde ich sie jetzt nicht beschreiben. Ganz minimal bitter, aber kann man gut essen. Schmeckt auch nicht schlecht. Hat schon so einen leicht aromatischen, bisschen gemüseartigen Geschmack schon. Also ich kann es verstehen, warum man die dann damals gegessen hat. Ist auf jeden Fall besser als nix. Und auch wir beschäftigen uns mit Notnahrung auf diesem Kanal. Deswegen zeige ich euch alles, was essbar ist und ja, was ihr nutzen könnt für euch. So, einen weiteren Baum/Strauch, den ihr verwenden könnt, ist die Hasel. Die Hasel erkennt ihr daran, dass sie meistens, wie hier, ganz viele Äste hat. Meistens sind es am Anfang so perfekt gerade wachsende Stöcke und später werden die dann zu
ja, eher zu so stammartigen Geflecht wie jetzt hier. Hier haben wir ein Blatt, eine Hasel. Und das könnt ihr auch verwenden. Wie gesagt, wie bei allen anderen Bäumen ist es im Endeffekt so, umso älter, desto bitter und umso jünger, desto genießbarer. Ist doch jetzt hier der Fall, ist noch voll in Ordnung. Wenn ihr später ein altes Blatt aber esst, ne, die erkennt ihr ja, wenn die dann dunkel sind, ist das keine schmackhafte Sache mehr. Wichtig ist auch, nicht nur nach oben schauen oder nach vorne, auch auf dem Boden findet ihr die Sprösslinge der Bäume von diesem Jahr, die neuen Keimlinge. Der ist jetzt schon was groß, aber trotzdem könnte man auch hier die Blätter noch essen. Da empfehle ich aber wirklich nur, in Notsituationen drauf zu greifen, damit der Wald auch von natürlicher Weise aus aufforsten kann. Also lasst die Kleinen hier am besten in Ruhe, nur nice to know, im Falle eines Notfalls oder einer Katastrophe, die könnte man auch noch verzehren. Lassen wir Revue passieren. Ihr könnt die Blätter von Buche, von Ahorn, von Birke, von Fichte, von Tanne, von was hatten wir jetzt noch? Hasel hatten wir noch. Und vielen weiteren Bäumen könnt ihr noch essen. Ich habe jetzt einige vorgestellt. Ahorn habe ich hier leider keinen gefunden, auch keine Unterart. Ist eher ein richtiger Buchenwald hier mit ein paar Birken und ab und zu mal Nadelbaum. Aber Ahorn habe ich jetzt nicht entdeckt, sonst hätte ich euch ihn auch erst gezeigt. Schaut euch die Flagge von Kanada an und dann wisst ihr auch, wie das Ahornblatt aussieht und erkennt den Ahorn. Auch die sind essbar. Kleiner Reminder, immer bevor ihr irgendwas von einem Nadelbaum nehmt, vergewissert euch, dass ihr sicher wisst, wie eine Eibe aussieht und dass ihr die sicher von Fichte, Kiefer, Douglasie etc. Unterscheiden könnt. Ne? Also die Eibe ist tödlich giftig. Okay? Also schaut euch die Eibe gut an und dann könnt ihr loslegen.